So, hallo und willkommen zurück im Ödland, besser gesagt auf Vorhaber. Und ihr seht, na, da hat doch immer was gebastelt. Ganz genau, Leute. Unser Roadhouse ist am Entstehen. Also ihr seht hier, ich habe mal ein bisschen die Dortensiedlung ausgebaut, ist ganz schön. Waren auch direkt zwei Einwohner da, die ich dann gleich mal ein bisschen auf, Tour geschickt habe. So, aber wir hatten ja noch was vor. Ihr erinnert euch. Erstmal haben wir da drüben... Och, ist sie nicht süß. Und Ada. Das finde ich immer noch krass, dass sie in den Bäumen hängen. So. Ah ja, okay. Au. Es ist abgetaucht. Es ist gerade ganz akut, lass doch mal auf das Schwänzlein schießen. Ach, Köpfchen geht auch. Woran erinnern mich denn die Viecher? Ich überlege die ganze Zeit. Sind das irgendwelche Molche oder... Oh, 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 oh. Ich glaube, ich sollte ihm vielleicht mal das Bein etwas, ich befürchte nämlich gleich zu sterben. Ah, scheiße. Das geht ja wieder super los. Ich bin ein pädagogisches Vorbild. Achtet nicht drauf, was ich tue. Oh. Also irgendwie, ja. Dankeschön, Schatz. Du bist eine gute Ada. Ach. Was wäre ich nur ohne Ada? Außer natürlich tot. Haha. Also irgendwie beim der letzten Runde ging das besser. Sehr schön. Dann speichere ich jetzt gleich mal zwischen, damit uns nicht das gleiche wie beim letzten Mal passiert und wir gleich ein paar Fallenstellerfreunde finden. Fallenstellerfreunde finden. Sehr schön. Ja. Ihr seht schon, da ist der Angler. Seht ihr, da ist sogar noch einer. Aber Albino-Angler klingt noch gefährlicher. Es ekelt uns an, quasi. Ganz schön großer Oschi. Ganz schön. Naja. Ja, das Wichtige ist, dass man immer direkt unter das zu schießende Ziel hält. Das war jetzt ganz toll. Also das war jetzt mal so richtig, richtig bekackt dämlich. So. Aber zumindest schön, dass wir das... Wow. Danke, Ada. Da ist er. Komm raus. Das sind schon ein paar Ekelfische, die sich sicher haben wieder einfallen lassen. Also, holla. Und Ada kann sich auf
freuen an ihrer neuen Anti-Aggressionstherapie. So. Und wir sammeln jetzt gleich mal ein bisschen Köderkraut hier ein. Ungefährdet quasi. So. Haben wir denn hier hinten noch irgendwas? Nö, das ist bloß so und so. Genau. Und schnell speichern und jetzt gehen wir mal ein paar Hinterwäldler jagen. So. Das Ozeanium. Mein guter alter Freund. Den krieg ich. Yes. Aua. Ja, genau. Jetzt die Frage, kann man noch Aua sagen, wenn einem der Kopf fehlt? Ich würde jetzt einfach mal dreist mich aus dem Fenster lehnen und sagen, nein. Aber wir gönnen ihm natürlich seinen Schmerz. So sind wir ja nicht. So. Jetzt erstmal gucken. Hier, Schreibmaschine. Wir nehmen ja wieder alles mit, auch wenn wir jetzt inzwischen wieder vernetzt sind mit Sanctuary und so weiter. Weil wie gesagt, wir haben ja jetzt wieder eine Handelsroute dahin, dank der Dortenform. Aber das soll uns ja nicht abhalten. Automatische Kampfblende, Wolfschmiede. Ach nö. Ach, Ida ist so nett. Oh, ein Eisladen. Also ein ehemaliger Eisladen vermutlich. Bei dem das Mund auf. Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Die regt sich auch nicht auf, dass wir Schrott mitnehmen. Die ist so verständnisvoll. Ich mag sie. Die Eda, eine gute ist es. Hat man schon. Gut. Wow. Also da hing mal ein Walchen, würde ich behaupten. Hm. Ganz hübsche Idee. Der Hut bleibt stationär, der Rest nicht. Spannend. So. Aber da hinten geht's ja noch weiter. Apropos, wir heilen uns gleich mal. Das sollte reichen. Und ihr merkt, wir nähern uns unserem Zielgebiet. Zumindest laufen wir inzwischen direkt auf den Pfeil zu, um es mal so zu sagen. Boah. Ein Jaubei. Weiß eigentlich jemand, warum ich hier bloß verkrüppelte Jaubei finde? Also ich habe langsam Skrupel, weil die immer so... ich verhau die halt so gut. Eigentlich tun sie mir ja ganz leid, aber
So, da drüben brennt Licht. Genau wie hier. Warum weiß kein Mensch. Das ist natürlich auch architektonisch. Da hat jemand sich bei der Statik richtig Gedanken gemacht. Bloß um sein Haus dann woanders zu bauen. Hm? Spitze. Der wollte einen Teddy essen. Das Schwein. Richtig so, dass er tot ist, würde ich behaupten. Also wer Teddys frisst, der hat es nicht anders verdient. Und weiter geht es. So, erstmal ein bisschen Nebel. Das überlegt man noch. Und guckt mal da hinten. Polowski! Wim! Da bin ich ja mal gespannt. Das klingt wieder nach so einem schönen Lobbyismus. Also immer Dings. Atombunker für kleines Geld. Also ich möchte mich echt nicht mit Ada prügeln müssen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Gibt so Dinge, da kann man auch als Spieler drauf verzichten. Hat er etwas zu tief geschlafen? Haben wir hier denn noch so? Wim. Also ich bin echt gespannt. Was es mit dem Wim auf sich hat. Gut. Gerberei Eagles Cove. Ja, während es draußen noch schmatzt. So, hier. Einmal Bein entfernen. Da komme ich gar nicht mehr zum Abdrücken, so schnell ist Ada. Kranker Scheiß. Damit haben wir vielleicht gegen die Dicken dann auch mal eine effektivere Chance, als es bisher war. Ada, geh mal vor. Erinnern Sie das an bessere Tage, Sir? Der Wald ist hier drüben. Oh, ich höre schon den Kopflaser rumlaufen. Letzte. So. Erstmal umschauen. Hier im Außen. Wow. Sehr schön. Geht doch. Gutes Tag Team mit Ada. Oh, was ist da? Was ist da? Ha, da. Legendärer verfaulender Wilder Ghoul. Na, siehst du. Klingt auch nach Kopfentfernung. Blob. Geil, also unseren Anzug, aber
Wo ist er denn hin? Verkrüppelt, optimiert, folglich verbesserter automatisches Plasmagewehr. Ah ja. Krasser Scheiß. Ja, es sind auch 114 Schaden. Kann man ja mal machen, ne? Ah! Meine Schreckhaftigkeit, warum nutzt ihr sie so schamlos aus? Und warum triffst du nicht? Genau. Gehen wir mal hochkicken. Und ein Save. Oh Gott. Nein. Yes. Ja. Das wird heute eine komische Session. Ich sag's euch. Gleich beim ersten Mal ein Save geknackt. Na, da kann irgendwas nicht stimmen. So. Natürlich schauen wir uns hier nochmal um. Und natürlich ist das auch gar nicht so dumm. Haha. Genug gelernt in dem Spiel, um sowas zu entdecken. So. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter hier groß rumdümpeln, heilen wir uns nochmal schnell. Und gehen dann rein. Nachladen können wir auch nochmal. Sicher ist sicher. Und let's go. Leute, es läuft. Ada ist eine gute, wichtige und sinnvolle Unterstützung. Jetzt die Frage, lohnt sich das unser Pippa hier? Guck mal erstmal hier rein. Ich rechne zwar eigentlich bloß mit... mit Ghoulen. Geschafft. Na, wer hätte es denn denken können? Ghule, Leute. Genau. Und ein reglos am Boden liegender Ghul bringt uns wieder in Bedrängnis. Wie es sich denn so gehört. Plumps. Vielleicht ein bisschen eher so. Nee, doch so. Nee. Ah. Sehr schön, danke. Cool. Ach ja, Doc. Ja. Scheint gut zu laufen, so eine Gerberei. Und irgendwie mit Kampflinten haben sie es hier. Auf diesem kleinen, possierlichen Eiland, habe ich das Gefühl. Erstmal einen weg. Im Zweifel haben wir ja immer noch Ada potenzielle Angriffe, würde ich sagen. Hier so. So klingt gut. Weiß eigentlich jemand, warum Ghule irgendeine Aversion für silberne Dinge haben? Wir finden ja nun ganz oft bei denen so Silbermedaillons und so. Keine Ahnung. Haben die da so einen Nostalgie-Flair? Ein Spielzeug außerirdischer.
sowas. Jetzt genau den Namen nehme, ist mir ein absolutes Rätsel. Fragt mich nicht, Leute. Ja, ich glaube, das muss Eda machen. Wir zeigen uns wieder hier. Gänzlich unfähig. Ach, komm hier. Du bist doch bloß ein wilder Kuh. Geschmelzt. Schmelz. Ich bin nicht organischen Ursprungs. Daher macht mir die Strahlung nichts aus. Bei Ihnen ist das anders. Oh oh. Gut, da müssen wir uns ein bisschen Mühe geben. Hallo Eda, guck mal! Ach so, na gut. Das ist ja alles im Rahmen hier. Oh, schön Munition. Und Werkzeug. Komm mal her, Fräulein. Komm mal her. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen praktisch für dich. Wie kann ich die? Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Ich möchte ja jetzt nicht so unbedingt sagen, aber ich glaube, sie sieht schon ein bisschen imposant aus. Ach ja. Tragekapazität ist einfach bloß traumhaft. Exit. Sehr schön, dann schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Wartezeit. Ja, ich überspringe ja schon bei Ladebildschirm, aber bei denen hier eigentlich nicht. So. Macheten Mike? Hey. Warte! Ich jag die Ghule seit Wochen und warte auf eine Gelegenheit. Dann kommst du und mir nichts, dir nichts, ist die ganze Meute einfach tot. Weißt du überhaupt, was das ist? Ein Premiumsatz Pelmen-Werkzeuge. Was ist denn so toll an diesen Werkzeugen? Pelmens pumpen mehr Drehmoment raus als eine Todeskralle auf Psycho. Und bevor Pauly weglief, hat er die Werkzeuge immer geputzt. Die gibt's hier kein zweites Mal. Ich kann mich noch an die Pelmen-Werbung erinnern. Teures Zeug, aber echt gut. Was zum Teufel ist ein Werbespot? Ach, ist auch egal. Die Seefahrerin schickt dich, oder? Dieser verdammte Mitch und sein Plappermaul. Was sie auch anbietet, das ist nichts. Ernsthafte Bastler würden ihre Oma dafür verkaufen. Ich zahl dir 2000 Kronkorken hier und jetzt. Abgemacht? Warum brauchst du das Werkzeug so dringend? Ich hab so meine Projekte. Mehr musst du bei den Kronkorken, die ich zahle, nicht wissen.
Werkzeuge in so einem Zustand, die sind einzigartig. Vielleicht sollte ich sie irgendwo versteigern. 2750. Sag ja, bevor ich es mir anders überlege. Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen das ja eigentlich... Bei dem Angebot muss ich passen. Ich bleib hier nicht ewig. Wenn du das ausschlägst, bereust du es. Haben wir das jetzt richtig gemacht, Leute? Haben wir das jetzt wirklich richtig gemacht? Ich hoffe es mal ganz stark. So. Dann gehen wir jetzt noch schnell Eden Meadows Filmtheater entdecken. Oder gehen zumindest mal in die Richtung. Denn das war's für heute eigentlich schon. Ja, richtig gehört. Wir sehen uns dann erst morgen wieder. Und bis dahin sag ich erst einmal, bis denn dann.